Hey, in diesem Video zeige ich dir, wie du eine Bockwurst selber machen kannst. Dafür haben wir hier auf der Fleischseite einmal Schweineschulter, Rinderschulter, Schweinebacke und Schweinerückenspeck. Auf der Gewürzseite Knoblauchpulver, Zwiebelpulver, Paprika, Matisse, weißen Pfeffer, Koriander, bisschen Zucker. Und hier vorne noch einmal Nitritpürgesalz und Kutterhilfsmittel. Und später beim Kuttern brauchen wir natürlich auch ein bisschen Schüttung, entweder Crushed Eis oder Eiswasser. Und ich würde sagen, dann legen wir direkt mal los. Als erstes das Fleisch und das Fett in Streifen schneiden, sodass die später in den Fleischwolf passen. Da einmal am besten die fettigen Stücke getrennt von dem Magerfleisch, da wir die später nach und nach kuttern. Und das Ganze dann ein, zwei Stunden in den Gefrierer zum Anfrieren. In der Zwischenzeit die Gewürze klein mahlen, Salz und die Gewürze in eine Gewürzmühle geben. Und dann hast du am Ende ein richtig schön feines Pulver, was ich perfekt durch die ganze Wurst verteilen kann. Zum Wolfen nehme ich jetzt die kleine Lochscheibe, werde das Ganze auch zweimal durchwolfen. Wir wollen ja am Ende eine sehr schöne, feine Masse, ein feines Brät. Deswegen wolfen wir die jetzt auch separat, das heißt einmal das Fett zweimal durch und dann auch einmal das Magerfleisch zweimal durch den Fleischwolf drehen. Und wenn die Masse dann gewolft ist, dann können wir anfangen mit dem Kuttern. Dafür zuerst das Magerfleisch in die Küchenmaschine oder in den Kutter geben, schön durchmixen. Und dann die Gewürze hinzugeben, das Nitritpürgesalz hinzugeben und auch das Kutterhilfsmittel hinzugeben. Und dann richtig schön durchlaufen lassen, dass sich das richtig schön vermengt. Dann nach und nach das Fett reingeben und dann die Schüttung nach und nach einfüllen. Zum Abfüllen dann Schweinedarm, Kaliber 30, 32 oder 28, 30 geht auch. Und hier sieht man jetzt, warum man das Brät in den Wurstfüller schlagen sollte und auch schauen sollte, dass das Entlüftungsventil gut funktioniert. Ja, einmal in anständig abfüllen, ohne Lufteinschließung. Und dann kann es als nächstes auch schon in die gewünschte Länge abgedreht werden. Je nachdem, wie lang oder kurz du die Bockwürstchen haben willst, kannst du das natürlich selber entscheiden. Und dann hänge ich die einmal in den Räucherschrank, während der aufheizt, so ein bisschen abtrocknen. Und sobald der Räucherofen dann aufgeheizt wurde, auf ja, also zwischen 60 und 70 Grad rum, die Räucherspäne dazugeben, dass ein richtig schöner Rauch entsteht. Und die Bockwürste dann für so um die 60 Minuten einmal schön heiß räuchern. Und dann fehlt nur noch das Brühen. Dafür 30 Minuten bei um die 80 Grad, 76 bis 80 Grad. Fertig brühen und danach einmal in Eiswasser geben zum Abschrecken und dann sind die Bockwürstchen auch fertig. Ich habe es jetzt hier einmal angerichtet, ein bisschen mit Senf, haben eine schöne Farbe bekommen, schneide ich mal an. Bei dem Brät wird man jetzt wieder sehen, dass mit einer Haushaltsmaschine es eben nicht so fein wird, wie man das vom Metzger kennt. Tut ihm geschmacklich, aber kein Abriss, hat einen schönen Rauchring außenrum. Und ich würde sagen, probiere ich hier einmal. Ach ja, hat einen schönen Knack, hat eine schöne Saftigkeit. Die Gewürze kommen auch wirklich schön raus. Es ist einfach eine runde Sache. Ich bin kein Freund von Essensgeräuschen, aber das Knackgeräusch ist wirklich sensational. Wie immer, das komplette Rezept unten unter dem Video verlinkt. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonnier den Kanal, es gibt wöchentliche Wurstvideos und wir sehen uns im nächsten. Bis dann, ciao, ciao.